Vielen Dank, Georg, für diese nette Einleitung und diese also Einleitung fürs ERHT und dieses Projekt. Also die Folien sind auf Englisch. Sie hören, ich werde auf Deutsch sprechen. Also ich werde über diese Kanzleiregister vortragen und was wir damit gemacht haben, das heißt indexieren. Und teils lesen, teils Schreiber erkennen, also paläographische Untersuchungen zu betreiben. Aber im Grunde genommen ist es, was man in diesem Dialog zwischen Computer Vision und Paläographie / Diplomatik und Geschichtsforschung machen kann. Also, Automated Indexing of Medieval Manuscripts, Humanist Research Project. Georg hat gerade gesagt, dass die französischen Register sehr wichtig sind, dass sie unter den früheren Registern, also Herrscherregistern in Europa zu zählen sind. Sie sehen hier, wie es aussieht. Es sind wie alle Register komplizierte Quellen für den Geschichtsforscher. Es sind Texte, Urkunden kopiert oder also die Frage der Registrierung ist eine wichtige Frage. Wann wurde das kopiert? Ist es so während der Herstellungsprozesses oder nachträglich? Was wird zur Registrierung gewählt? Was dann hinzugefügt werden kann, darf? Wieso, wozu? Also das ist eine komplizierte Quelle, die dann zu erforschen ist. Geschichtsforscher haben diese Quelle seit langem erkannt. Es ist, wie Angelsächsische sagen würden, sehr iconic. Aber die Forschungslage ist sehr betrübend für Paläographen und für Geschichtsforscher. Also deswegen möchte ich in einem ersten Teil wirklich betonen, warum wir jetzt das Projekt haben und was, wieso das wichtig ist, diese Quelle nochmal zu bearbeiten, weil also, man könnte, oder viele denken, dass seit dem 19. Jahrhundert in mittelalterlichen Quellen, so prominente Quellen, nichts mehr zu machen ist. Eben diese Quelle ist sehr wichtig, weil sie zu groß ist. Und es gibt zu viele Texte, dass man die alle auswertet. Oder dass ein Mensch sich drin einarbeitet. Dann werde ich in einem zweiten Teil mehr fokussiert über den, das Humanis-Projekt berichten. Wie, also im Grunde genommen, wie wir den Text indexieren und weil wir hier im Informationszentrum, also im Zentrum für Informationsmodellierung sind, dann werde ich über Metadaten Lebenszyklen berichten. Datenmodell besprechen. Ich habe Georg schon gezeigt, dass unser Datenmodell nicht ausgereift ist, aber eben das ist vielleicht auch ein Einstieg in die Diskussion in 25 Minuten. So, zum ersten Teil, warum ist es wichtig? Also diese Quelle, ich habe es schon gesagt, ist für die Geschichte sehr reich und wir brauchen den Text, also wir brauchen den Zugang zum Text und ich habe gesagt, dass die Quelle an sich als gesamtes Korpus groß ist.
Für das Hinterlader betrachten wir die Register mit den Signaturen JJ35 bis JJ211. Sie können das einrechnen. Es sind nicht 180 Register, sondern fast 200, weil es auch Register mit Letter A und B hinzugefügt sind. Es sind ungefähr 70.000 Urkunden drin, kopiert. Und es sind auch ungefähr 70.000 Seiten, die zu lesen sind. Und also das Format ist ungefähr so, also es variiert, aber zwischen ungefähr 30 cm oder 40 cm hoch. Und es ist viel Information drin für Geschichtsvorschau. Es ist auch sehr wichtig für uns, das zu erforschen, weil es auf einer Hand dann also ein früher Herrschaftsregister sind, aber auch nicht die frühesten. Und für ein zentralisiertes Land wie Frankreich gibt es schon eine Relevanz zu erforschen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass der König dann angefangen hat zu registrieren, wie es sich entwickelt hat, aus welchem Modell und wie die Register die Landschaft des königlichen Herrschaft widerspiegeln. Also es ist in den Registern zu sehen, wie soll ich das sagen, die Ausweitung der königlichen Kampfzone. Jeder kann eine Urkunde vom König erhalten, aber es sind auch in diesen Urkunden Daten zur Netzwerkanalyse, also zum Prosopographie, weil die Urkunden dann über Vermittler beantragt werden und für bestimmte Städte, für bestimmte Leute dann ausgestellt werden. Zur Frage der Chronologie, es gab in England frühere Register, also erstens die Pipe Rolls für die es gab die Charter Rolls and Pipe Rolls in England. Friedrich II. Hatte auch Register. Es gab in Aragon schon Herrschaftsregister. Es gab in Südfrankreich bei Alphonse de Poitiers auch Register, die 1271 ins französischen königliches Archiv gelangt sind. Aber die eigentliche Registrierung beim König fängt erst 30 Jahre danach an. Woher kommen diese typische, spezifische, pragmatische Schriftlichkeit am Hof? Das soll auch mit Schreibererkennung und diplomatischer Analyse beantwortet werden. Ich habe dieses Bild schon gezeigt. Hier Sie sehen ein thematisches Dossier innerhalb eines Registers. Also es ist lange Zeit keine laufende Registrierung gewesen. Es ist wirklich eine konstruierte Quelle. Es sind auch Register, die Abschriften von anderen
Registern sind. Also es, und das soll man auch durch Texterkennung ermitteln können. Weil teilweise sind Urkundenreihenfolge, die man erkennen soll, um besser zu verstehen, wie das konstruiert wurde. Also, ich hoffe, dass Sie jetzt überzeugt sind, dass das als Quelle interessant ist. Wenn nicht, dann irgendwie Pech, aber was wir damit machen, ist auch interessant. Jetzt, also im heutigen Stand, wissen wir nur, was in diesen verfärbten Regionen vom König, also vom König für diese Regionen ausgestellt wurde. Den Rest ist terra incognita, außer für die Zeit vor 1350. Sie werden wohl wissen, dass Frankreich, also das Königreich, nicht so groß war und irgendwie nördlicher war und so. Das kann man fast wegstreichen, aber es ist auch eine Frage für die Forschung, inwieweit der französische König Urkunden für diese Regionen außerhalb des Königreichs ausgestellt hat. Da haben wir kaum eine Ahnung. Also, Forscher haben schon geforscht, natürlich. Aber wir haben keine systematische Erforschung der königlichen Einflusses außerhalb des Königreiches, wie die Register das bezeugen können. Was die Chronologie angeht, wir haben Registren und Analysen für die Zeit von 1300 bis 1350. Es wurde veröffentlicht. Pech gehabt, die zwei ersten wurden ausgelassen, die zwei ersten Register, aus verschiedenen Gründen. Und für die Zeit von 1350 bis 1364, es gibt auch Analysen und Registren, nur handschriftlich. Also, und am Anfang des Projekts war es auch nicht vom Benutzer zu sehen. Und nach 1364, das ist, es gibt was teilweise, also thematisch haben einige Forscher gelesen und gesagt, da gibt es was zu sehen, also das ist eine Quelle, also keine systematische Auswertung. Und jetzt kommen die 10 Folien in 10 Sekunden. Das sind die Liste der Inventaren. Was ich da zeigen möchte, ist nicht die ganze Liste. Nur wichtig ist, dass es Inventare, die im 18. Jahrhundert kopiert und im 19. Jahrhundert auch wieder kopiert wurden, die sind in Latein, die wurden in einem sparsamen EAD-Format konvertiert. Allerdings nur für zwei Teile davon, aber die Register von JJ 80 bis 155 sind nicht dabei. Also genau den Zeitpunkt, sind interessiert. Und es sind ganz viele Inventare, die handschriftlich erzeugt worden sind und die teilweise indexiert wurden, aber dann auch handschriftlich und dann kann man das in Grafischen sehen. Ganz toll. Für die früheren Zeiten gibt es diese veröffentlichten Inventare, manchmal ohne Index. Manchmal sind die noch in Papierform zu sehen. Manchmal wurden die konvertiert in ERD, aber ohne die Indexes. Also die Lage ist ziemlich kompliziert und hier die handschriftlichen Inventare
mit oder ohne Karteiregister. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Ausgangslage zur Erforschung eines so großen, einer so großen Menge an Daten. Es gibt auch die geografischen Inventare und ich wollte das zeigen. Im Grunde genommen für jede Urkunde, die registriert, also die analysiert wurde, hat man entweder so ein eine gedruckte Analyse oder eine handschriftliche, aber das ist also bedeckt nur ein Bruchteil der Register. Und was macht man? Sorry, ich soll noch die Editionen erwähnen. Es sind auch thematische Editionen zur Verfügung. Das waren die grünen Teilen auf der macht man jetzt im 21. Jahrhundert, wenn man mit so einer Big Data im, ja, im Ebene, also in, auf mittelalterlicher Ebene auswerten möchte, um eben die pragmatische Schriftlichkeit des französischen Königs zu erkunden möchte. So, die, das machen wir. Also, HIMANIS steht für Historical Manuscript Indexing for User Control Search. HIMANIS wurde vom europäischen Initiative, Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change finanziert, hat im November 2015 angefangen, richtig im Januar 2016. Und die Förderung beträgt ein bisschen mehr als 400.000 Euro. Da haben wir wirklich ein cross, also transdisziplinäres Projekt gedacht mit Geisteswissenschaften, Computerwissenschaften und Kulturerbeinstitutionen gedacht. Also das wird, es ist auch interessant, von den Geisteswissenschaften geführt, also mit mir als Principal Investigator. Und da haben wir drei verschiedene konkurrierende Forschungsteams, die im Computer Vision arbeiten. Das ist auf menschlicher Ebene sehr spannend auch. Nicht gespannt, spannend. Also die Stimmung ist wirklich gut, aber die haben entschieden, das Projekt soll von einem Geisteswissenschaftler geführt werden. Und sie haben mich damit quasi beauftragt. Die haben die Idee fürs Projekt und dann einen Geisteswissenschaftler befragt. Das finde ich sehr interessant für diese Kooperation. Und wir haben wirklich das Glück, dass, das, dass die Archiv National, das Nationalarchiv, da sich sehr stark engagiert hat. Die Idee, ich habe es schon erahnt, ist einfach den Text zu indexieren, damit wir endlich den Text nicht mehr zu lesen brauchen. Sie wissen alles über Distance Reading, ich werde das nicht nochmal theoretisieren, ich weiß nicht, ob das, ja, es trifft zu natürlich. Wir wollen auch Schreibererkennung betreiben, wir haben damit angefangen. Das Problem mit Schreibererkennung ist, dass man nie die Wahrheit hat und deswegen das, also die, Computer, die Maschine nur zusätzliche Informationen abliefern. Und ein schöner Teil im Projekt ist
unsere Überlegungen über die Rolle des Benutzers in der Suche. Nicht nur als Feedback für die Indexierung, aber als also Schlüsselkomponent für die Relevanz der Indexierung. Ich sage ein bisschen mehr darüber später. Also die Idee, und ich bin sicher, dass es für Georg spannend ist und ich hoffe für einen anderen hier. Wir haben die Scholarly Digital Edition oder die Digital Edition als Mittel benutzt. Also die Textedition wurde, Texteditionen wurden in TI konvertiert und wurden benutzt, um den Maschinen das Lesen beizubringen. Einer hatte das schon gelesen und transkribiert und man kann das benutzen auf zwei Ebenen. Zum einen als Mittel zum Lesen lernen und zum zweiten als Ground Truth, als Grundwahrheit, das heißt als Mittel, um die Effizienz der Indexierung zu vermessen. Es ist diese Notion, also der Begriff klar. Also wir haben vorhin diese Edition bei Paul Guérin über die Region Poitou benutzt, die schon früher von der École de Chartres in TI kodiert wurde. Die Edition steht online, Sie können hingehen und prüfen. Ich habe gerade mit Georg diskutiert. Es ist nicht so leicht, so eine Edition als Werkzeug zum Lesen lernen zu benutzen, weil die Codierung, die verschiedene Elemente auszuwerten sind, und eine Zwischenstufe ist, dass man auch zum Lesen lernen den Text und das Bild zusammenführen soll. Also das ist ein etwas, was einige der Partner auch in einem anderen Forschungsprojekt gemacht haben, nämlich das Oriflam-Projekt. Also, erste Stufe, wir nehmen eine Textedition und wir versuchen, die Zeilen, Zeile für Zeile mit dem Bild zu alignieren. Witzig dabei ist, dass wir für manche Teile diese Alignierung Wort für Wort hatten, aber das konnten wir nicht benutzen. Und das und diese Alignierung konnten wir dann prüfen im Transkribus Software. Es gibt auch andere Software. Dieses funktioniert ganz gut und erlaubt die Alignierung zu korrigieren. Deswegen der Titel Manual Alignment. Es ist auch ein Mensch vom Computer, wenn man was korrigiert. Und auf diesem Grund haben wir zwei verschiedene Suchmaschinen gebaut. Warum zwei verschiedene? Ich habe es vorhin gesagt, weil wir konkurrierende Mannschaften haben, die zusammenarbeiten, aber die je ein System haben und weiterentwickeln möchten. Was für den Geisteswissenschaftler nicht relevant ist, aber es ist im Datenmodell auch oder im Datenworkflow auch mit zu reflektieren. Also das ist jetzt online. Ich habe immer ein bisschen Angst vom Demo-Effekt, also es sind Snapshots, aber ich kann das auch live zeigen. Das ist ein Teil des Korpus und Sie können innerhalb zum Beispiel das Wort Grazia suchen und jetzt können Sie das auch
innerhalb des der Urkunde sehen. Im zweiten System, also das, was ich gerade gezeigt habe, ist das System von Valencia, verlinkt zu Transcriptorium und Transcribus. Das zweite System ist in Groningen, das Munk-System, und da hat man die Wörter, den Index der indexierten Wörter, und es funktioniert auch so gut. Und hier habe ich das Wort Anno gesucht und gefunden. Was das zweite System anbietet, ist auch, dass man User Feedback benutzt, und man kann alle Treffer sehen und sagen, dies ist nicht gut, hier ist es nicht Causis, sondern Cousin, und es sind verschiedene Farben. Und ganz interessant ist, dass man auch manchmal relevante Treffer hat, hier wie Unlatinus, die vom User aber falsch labelliert, also getaggt wurden. Und hier war die Maschine besser als ein Mensch. Also manchmal macht auch die Maschine Fehler, selbstverständlich. Aber ich möchte etwas betonen: Es ist keine Transkription. Es ist nicht Lesen in der Reihenfolge der Wörter, es ist Keyword-Spotting und Indexierung. Also, dieses hier, dieses der Teil auf dem Bild, wurde vorwiegend als Nullatinus erkannt, aber auch als, eigentlich Nullatinus ist die zweite Lösung. Es ist erstmals als Subditus erkannt worden. Wir können nicht verstehen, warum, aber Subditus hat einen Wahrscheinlichkeitsgrad, einen höheren Wahrscheinlichkeitsgrad als Nullatinus. Und dann weitere Möglichkeiten. Also wenn Sie eine Transkription aus dem Text haben möchten, sollen Sie einen Weg zwischen diese vielschichtige Indexierungsmöglichkeitsstream, also diese Multi-Ebene Indexierungsprozess. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Trade-off-Modell implementiert haben. Ich gehe mal ein bisschen kurz auf diese Seite vorhin. Hier sehen Sie, man kann die Suche mit dem Confidence Level einstellen. Das heißt, man soll wirklich die Suche im Moment so einstellen nach dem eigenen Begehren. Wenn ich als Paläograf, sagen wir mal, nur drei Treffer, also drei Beispiele für das Wort Nullatinus, oder als ich bin ein Sprachwissenschaftler, ich möchte einen früheren Beleg für ein Wort finden, dann kann ich Confidence Level auf 90 stellen. Ich weiß, dass ich nur richtige Treffer habe. Wenn ich unter 70% habe, dann werde ich vermutlich alle Treffer finden, aber ich werde auch Leeren in der Suche haben. Also im Moment versuchen wir, diese Kurven zu optimieren, aber 100% kriegen wir bestimmt nicht vom Ende des Projekts. Also 100% Precision und keine vermisste Treffer. Das existiert noch nicht, und
wird vielleicht nicht in den kommenden Jahren existieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese vielschichtige Indexierungsfragen betrachtet. Um zu dem Punkt zu gelangen, hat man viele Daten zu bearbeiten und ganz kurz für das Zentrum für Informationsmodellierung hier einige Bemerkungen zum Metadaten-Lebenszyklen. Es ist besonders im bibliothekarischen Bereich normal zu denken, dass man eine Quelle hat, Metadaten, dass man Normdateien hat, dass man Identifier hat, und im Grunde genommen hört man oft zu diesem Punkt. Aber hier braucht man zu überlegen, was man mit den Indexdaten macht, was man mit den grafischen Merkmalen macht und wie man die kodiert, in welchem Format, und was man damit macht, wenn man mit konkurrieren, also mit verschiedenen Mannschaften arbeiten, die nicht die gleichen Formate weder fürs Index noch für die grafische Analyse haben. Und natürlich für die Formate, die wir jeden Tag benutzen, klar, Bildformate, aber XML-Formate. Ich habe vorhin gesagt, dass manche Systeme nicht auf Wortebene arbeiten können, und je nach Gebrauch hat man verschiedene Formate zu benutzen und zu konvertieren, zu transformieren. Und ganz besonders in diesem Projekt hat man sich überlegen müssen, welche Formate und in welcher Codierung und mit welcher Transformierung wir sie benutzen wollten. Es fängt an mit der Texttranskription. Die Edition von Guérin ist eine vernünftige Edition, aber wie man im späten 19. Jahrhundert machte, ist der Text nicht ganz treu zum Register für verschiedene Gründe. Und übrigens, auch mit diesen Problemen, man sollte den Text kodieren. Die Inventare, die haben wir im Laufe des Projekts auch konvertiert. Und wir sind besonders stolz, dass wir die handschriftlichen Inventare auch automatisch transkribiert und kodiert haben. Und das ist ziemlich reibungslos gewesen, was sehr überraschend war. Wir haben auch Fragen über Formate der Normdateien und auch der Anwendbarkeit der Normdateien. Denn wenn die Normdatei zu groß ist, ist das Ergebnis für die Texterkennung, dass die Texterkennung schlechter wird, weil man Sachen mit Normen, also mit Normdateien verknüpft, die nicht relevant sind. Ein Beispiel. Ein Beispiel der Codierung und dieser Fragen. TI ist für Text Encoding, wie der Name sagt. Soll man TI für Inventare benutzen? Und dann auf welcher Ebene?
Wir haben Texteditionen wie die, die in TI waren. Also, im Moment sind wir dabei, also wir benutzen dieses Format, aber wir haben hier im Body für einen Text nichts, also es steht leer, und wir haben alle die Daten im Front. Und wir denken, also wir sagen, dass TI ist Wurzel für ein Registerband und dann verschiedene Texte mit dem also innerhalb des Elements Group stehen. Das ist eine mögliche Lösung. Aber es sind ganz viele andere Lösungen möglich. Man könnte auch TI Corpus benutzen und TI für jeden Text benutzen. Wäre auch nicht falsch vom Standpunkt der TI. Oder? Wir haben solche Sachen auch konvertiert. Und das, die waren schon vorstrukturiert. Ich meine nicht jetzt die. Machen Sie mit einem Inventar, wo man Unit-ID hat und dann Unit-Title für den Ausstellungsort, Unit-Title für die Analyse, Unit-Title für die Extra-Sigillum-Noten, also diese diplomatischen Vermerke, und dann Unit-Date für das Datum. Andere sind natürlich anders. Mit Scope Content für die Analyse ist schön. Was macht man mit en français innerhalb eines P-Elements? Was macht man mit einer Edition oder sonst was im P-Element? Und dann hat man auch die Indexes. Und natürlich in den gedruckten Inventaren sind die Index-Einträge nicht mit der Analyse, die sind getrennt. Soll man die zusammenführen oder nicht? Man soll die wenigstens verlinken und automatisieren können. Soweit zum bibliografischen Format. Dann für die grafischen Merkmale und die Indexierung. Hier nur ein Beispiel der grafischen Analyse mit Kaldi und anderen Software. Da hat man bis hier 24 Indexierungsmöglichkeiten für diese BH. Steht für Philippus. Hier ist Philippus angegeben, ist schön. Aber man hat 24 verschiedene Indexierungsmöglichkeiten. In welchem Format soll man die interoperabel machen können? Soll man die überhaupt veröffentlichen? Also in diesem Projekt wollen wir alle diese Daten als CC0 veröffentlichen. Kann nicht schaden, jeder darf machen, was er möchte. Ja, kann nicht schaden, aber keiner wird das benutzen oder nicht so. Und das ist auf Wortebene. Das gleiche gilt auf Buchstabenebene. Und die Indexierung danach, die soll verschiedene Informationen beinhalten, wie Bildkoordinaten und Confidence Level, also Wahrscheinlichkeitsgrad. Ja, man soll sich einfach einigen. Und selbst für die Transkription, ich habe ein Format nicht erwähnt mit TI und ERD, aber TI und ERD sind keine Formate, die von unseren Kollegen benutzt werden. Die benutzen Page-Format, was noch was anderes ist. Und Page ist innerhalb von Transkribus zu erzeugen und zu modifizieren. Transkribus kann auch TI exportieren, aber nur ein begrenztes TI-Format. Ohne zum Beispiel Abkürzung und Abkürzung Auflösung. Oh ja, es ist drin, man kann es reinschreiben und exportieren,
aber dann, oder man, wir arbeiten mit den Entwicklern von Transcribus. Man kann alles hinzufügen, nur es sind andere Formate. Und wenn man eine diplomatische Analyse innerhalb der Edition hat, dann muss man das Software ändern oder weiterentwickeln. Das gleiche gilt natürlich für die Normdateien, sprachliche Normdateien, Named Entities, also geografische Namen, Personennamen und so weiter. Ich habe gesagt, dass wir auch diese Normdateien, also wir haben die Inventare von Gertian und die normierten Einträge auch konvertiert. Das Ganze ist auf verschiedene Formate und es ist wirklich ein Übersetzungsproblem im Projekt. Also, wir haben zwei Fragen, die wir beantworten wollen zurzeit. Wir haben zum ersten ein Datenmodell, das sowas erlauben würde, dass man jede Urkunde zu jeder Analyse und zu jeder Edition verlinken würde und jede Zeile zu jeder Zeile verlinken würde. Das ist ganz schön, aber es ist, das ist ökonomisch, was wir möchten, und das ist machbar, theoretisch, aber die Entitäten, die man im Datenmodell einfügen sollte, sind, es gibt ganz viele davon. Also man soll die Urkunden betrachten, die Kopien im Register, man kann mehrere Kopien für eine Urkunde haben in verschiedenen Registern. Eine Kopie kann auf verschiedene Bilder, also auf verschiedene Seiten vorhanden sein, desto auf verschiedene Bilder mit verschiedenen Koordinaten. Sie können sich an das Bild vorhin erinnern. Es ist manchmal nicht leicht, zwei Absätze voneinander zu trennen, also man weiß nicht, wo die Urkunde anfängt. Ich habe mit De Gratia auch gezeigt, dass man diese, also für inserierte Kopien, dass man verschiedene inserierte Kopien innerhalb einer Urkunde haben kann. Und was soll man mit, damit tun? Ob es eine verschiedene Urkunde ist. Ja, vom Standpunkt des Data Model. Es ist eine andere Urkunde. Aber wo soll man unterscheiden? Und wenn man ein kompliziertes Datenmodell hat, hat man auch ein kompliziertes Datenworkflow. Und darüber hinaus, wenn man kaum unterscheiden kann, grafisch, wo eine Urkunde anfängt und wo eine Urkunde endet, gelangt man auch zu diesem Punkt, wo man besser einen Absatz innerhalb einer Urkunde finden kann, mit Absatzzeichen und Wort Item, als eine gesamte Urkunde. Das gleiche gilt für inserierte Kopien. Hier kann man ganz gut, also ein Computer kann ganz gut unterscheiden. Hier gab es eine Urkunde. Nur die Urkunde, die wir betrachten in diesem Projekt, endet später, weil das nur eine inserierte Kopie war. Also Sie sehen, grafisch ist es gar nicht leicht. Und deswegen jetzt die Fragen, die wir haben und die Herausforderungen. Das eine ist Effizienz, Precision and Recall. Wir möchten das natürlich, also wir möchten, dass die Indexierung so gut ist wie nur möglich. Das ist auch mit Schreibererfindung verlinkt. Ich habe gerade gesagt, eine Frage mit Granularität.
Absatz innerhalb einer Urkunde etwas, was wir registrieren, also speichern möchten, aber die Urkunde selbst hat keine Koordinate. Also, wie kann man Sachen verlinken, die noch keinen Identifier haben? Weil, also wir wissen gar nicht, dass eine Urkunde da ist. Wir haben eine Reihenfolge von Absätzen. Wir haben wir fangen an, diese Netzwerkanalyse zu betreiben. Und da kann man sich fragen, was relevant ist und wie wir wie wir sichere Schlussfolgerungen aus unsicheren Daten als Historiker ziehen. Das ist eine sehr stechende Frage also für uns. Und das war's. Danke.